So. Ich werde mal erzählen. Die Frage, Hallo. die sie immer stellt, Familien stellen. Warum Familien Kann man mich stellen? hören? Und ist Familien stellen Humbug? So. Ich werde mal erzählen. Weil viele Menschen nicht Die wissen, Frage, die sie immer, hallo, die sie immer stellt, weil viele Menschen nicht wissen, Familie stellt. wie in Wirklichkeit das Unterbewusstsein auf gewisse Situationen reagiert. Was heißt reagieren? Wir leben immer auf zwei Ebenen. Einmal auf die Verstandebene, die mein Verstand mir erzählt, und einmal auf die unbewusste Ebene, die mein Handeln und die mein Tun hervorbringt. Wodurch wird dieses gesteuert? Es ist ja eine Basic wie auf einem Computer, die vorher geschrieben worden ist. Nur wir wollen es nicht wahrhaben, dass wir eine Basic haben, die geschrieben worden ist und die wir nicht jetzt ad hoc mit unserem Verstand ändern können. Daran zweifeln ganz viele und frönen ihr Ego und meinen, ich bin doch in der Lage, mein Leben zu verändern. Aber wie oft, wie lange brauchst du dein Leben zu verändern? Aus meiner Erfahrung als Familienaufsteller schon seit über 20 Jahren schaffen es viele nicht bis zum Ende ihres Lebens, dieses umzustellen, weil sie immer auf ihren Verstand hören und niemals ihr Herz fragen. Ihr Herz in Klammer Unterbewusstsein siegle. Auch in unserer heutigen Zeit, die heute gerade so abläuft, verfallen wir unbewusst, wenn wir unbewusst sind, in Ängste, in Zweifel, in Manipulation, die 24 Stunden auf uns herabfällt. Durch Nachrichten, durch Fernsehfilme und durch viele Dinge mehr. Auch wie wir wieder am letzten Samstag gesehen haben, in den Aufstellungen, wie so ein Unterbewusstsein funktioniert. Selbstvertrauen, Achtung, Respekt, Mut, Sorge. Wenn wir die als Elemente aufstellen und ihre Eigendynamik überlassen, dann sehen wir genau, wie wir zielführend zu einem Ziel kommen. Aber dieses Ziel ist nicht unbedingt das Ziel, was wir uns erwünschen. Wenn der Mangel an Selbstvertrauen da ist, an Selbstbewusstsein da ist, wie soll ich dann eine glückliche Karriere machen? Karriere heißt im Leben, ein glückliches Leben zu führen. Dann haben wir keine Chance. Und das wissen die wenigsten nicht. Die meinen alle, ich muss studieren, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes, um dass ich irgendwo eine Balance habe. Dass ich in diesem Moment behaupte, was bin. Ich möchte euch immer, immer wieder auf diesem Weg bringen, dass ihr euch selber in Frage stellt. In Frage stellt, was denke ich? In Frage stellen heißt, meine Handlung zu den Ergebnissen im Leben, die ich mir wünsche. Zum Beispiel heute in der heutigen Zeit ist ja zum Glück Krankheit relativ klein geschrieben, weil es ja nur Corona gibt. Aber jede Krankheit, die wir haben, ist es der Krebs oder die kleine Erkältung, hat alle was mit unserer Psyche zu tun. Uns kann immer nur das befallen, wo wir schwach gegen sind, wo unser Immunsystem keine Abwehrkräfte für hat. Wenn wir genau diesen Virus nehmen von Corona zum Beispiel, das ist ja wie ein ähnlicher Grippevirus. Und Grippe und Erkältung heißt immer zu wenig Zuwendung. Zu wenig Zuwendung eigentlich im Vordergrunde von dem Gegenüber, von der Vater, von der Mutter, von dem Partner, von den Kindern, von den Arbeitskollegen und von vielen Dingen mehr. Und wenn wir diese nicht kriegen, haben wir keine Abwehrkräfte. Das heißt also, wir fühlen uns minderwertig, wir fühlen uns klein. Wir fühlen uns, dass man uns umsorgen muss.
Das ist eigentlich der Aufbau einer Krankheit. Und bei längeren Anhalten dieser minimierten, sagen wir mal, Episoden von Selbstvertrauen und Ähnliches, steigt das und manifestiert sich in unserem Körper. Dadurch entsteht genauso wie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, wie schon sagte, Krebs, Herzleiden, Herz-Kreislauf-Leiden, hohen Blutdruck, niedrigen Blutdruck und was nicht alle wollen. Und wenn ihr einem Mediziner sagt, nein, sagt, ich gebe dir eine Tablette und es wird. Aber in Wirklichkeit liegt es an deiner Psyche. Ich war mal auf einem Kongress, da waren Ärzte, Professoren und wie sie alle hießen. Und dann musste ich mir vorstellen, was ich mache. Natürlich habe ich Lebensberatung, Familienstellen, das ganze Sortiment. Und dann habe ich gesagt, weil ihr seid, für euch sage ich mal, dass die meisten Krankheiten 70% psychosomatisch sind, aber meine totale Überzeugung ist 100%. Da sagten sie zu mir, Robert, weißt du was? Du hast da voll und ganz recht. Aber wenn wir alles zugeben, dann verdienen wir nichts mehr. Dann brauchen wir keine Geräte. Ich will nur nicht die Schulmedizin schlecht machen. Ich will aber nur so, dass ihr euer eigenes Leben leben könnt, dass ihr wisst, wenn ich krank bin, hat das was mit mir zu tun. Und wenn ihr dann mal zum Arzt hingeht, das ist euer gutes Recht, dann holt man sich eine Krücke und sagt, okay, die nehme ich jetzt mal, bis es mir wieder gut geht. Und dann frage ich wirklich nach, was habe ich? Was habe ich wirklich? Ich gehe es auf den Grund, um dass ich von der Medizin wieder loskomme. Und so kann ich immer nur empfehlen, schaut euch mal Familienstellen an, wie es gemacht wird. Es macht sogar Spaß. Wir lachen, wir weinen. Und wir haben immer einen wunderbaren schönen Tag, wo immer wieder alles zum Guten kommt. Stell dir deine Heilung nicht im Weg. Und denk dran, es gibt was zwischen Himmel und Erde, was du nicht verstehen kannst. Das ist wiederum auch gut und dein legitimes Recht. Aber guck es dir an und sehe, wie was ist. Und wenn du Spaß daran hast, dann kommst du es öfteren. Bei meiner Arbeit muss ich euch leider warnen, meine Arbeit macht schön und gesund. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ganz viele Dinge von der Schönheit, weil dein Gesicht, dein Körper verkrampft ist von den Traumata deines Lebens. Und wenn die sich wieder lösen, dann löst sich deine Krankheit und geht in die Gesundheit über. Mehr ist das nicht. Wenn du wieder gesund bist, dann fühlst du dich gut. Du kannst, was ich hier mache, du kannst es sogar lernen. Das heißt, du kannst sogar eine Ausbildung machen. Eine Ausbildung bei mir. Unsichtbare Seelenberührung. Ja, weil wir mit deiner Seele arbeiten. Deine Seele sehen wir nicht, aber sie ist da. Wir holen alle Verstorbenen, die wir brauchen, wieder rein. Es geht nicht nur um Verstorbene, es geht auch um Persönlichkeitsanteile. Selbstsicherheit zum Beispiel. Und dann geht es auch, warum sehe ich das nicht, was mich gerade oder mir gerade das Leben schwer macht? Warum sehe ich gerade nicht, was mir traurig macht? Du kannst es nicht sehen, nur spüren. Und hinter jeder Emotion steckt ein Bild. Steckt ein Bild, eine Situation, die du nicht verstanden hast und die du vergessen hast. Und wenn du dieses, was du vergessen hast, ist es genauso, wenn du vergessen hast, deine Herdplatte auszustellen und fährst in Urlaub. Was meinst du, was findest du wieder, wenn du wiederkommst? Eine verbrannte Küche. Und so ist ebenso, wenn du das, was dir heute noch wehtut und noch tief ist, laufen lässt, dann bist du nach 20, 30, 40 Jahren krank. Und die meisten sagen, ja, im Alter wird man ja krank. Man muss nicht im Alter krank werden, das ist nur eine alte Ausrede, weil früher die Menschen, die hatten nicht die Zeit und die Muße, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Wir im 21. Jahrhundert, wir können das. Wir können es auseinandersetzen damit, weil wir die Zeit haben. Was ist wichtiger, dein Leben oder die Arbeit? Früher wusste man das ja nicht. Heute sind wir so weit vorgedrungen in uns, in unseren Körper, in unserer Psyche, dass wir diese so verändern können. Wir dürfen die verändern, weil das unser Mechanismus ist. Wenn du anfängst, dein Leben zu verändern, kannst du in diesem Leben erschaffen, dein Leben, wo du sonst 10 Leben für brauchst, in diesem Leben zu verändern. Du kannst das bekommen, was du gerne haben möchtest. Und ganz viele von euch
sind schon auf dem Weg der Veränderung und leben ihren Traum. Und ich möchte, dass du deinen Traum richtig leben kannst, aber auch finanziell, dass du davon leben kannst. Und dass du, wenn du sowas Ähnliches hast und nicht von leben kannst, dann ist es nur das, was du davon denkst. Das ist ein Mangeldenken. Und deswegen finde ich Familienstellen immer wieder klasse. Wenn du willst, wir haben am 11. September und am 25. September das nächste Seminar. Zweimal im Monat. Lass dich inspirieren. Geh auf deinen Weg. Wenn du dich anmeldest, würde ich mich freuen. Aber auch wenn du woanders hingehen solltest, würde ich mich ebenso freuen, weil es nämlich darum geht, dein Leben in die richtige Richtung zu bringen. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und ich sage danke, dass ihr zugehört habt. Ich habe hier zwar zwei Leute, die zugehört haben, auch euch, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber trotzdem sage ich danke, dass ihr so lange zugehört habt. Vielleicht sehen wir uns ja mal, vielleicht hören wir uns ja mal, vielleicht schreiben wir uns ja mal. Und wenn ich manchmal so ein bisschen hart und ruppig bin, muss ich es sein, weil einfach manchmal muss man einen anschubsen, was zum Denken geben, um dass er in Fahrt kommt. Ich würde sagen, ich verbleibe wie immer, euer Robert Gerhard und freue mich aufs nächste Mal. Dann müsste ich mal gucken, wie ich es auskriege, dann wäre ich noch viel besser drauf. Ich nehme mal den Hammer.